So, da ist er. Ach, da musst du, ja, musst du auch oben am Resort markieren, ja. Ja, das ist einiges, weil ich hier auf Shoreline noch zu tun habe. Ich bin halt gar kein Shoreline-Spieler. So, Resort oder wie, oder was? Oder wie, oder ja, was? Direkt zum Resort. Okay. Ja, ich würde sie auf dem Weg dahin den Panzer noch markieren und das eine Ding mitnehmen. So machen wir das. Ist das eventuell auf dem Weg, ne? Noch. Ist auf dem Weg noch die UAV, die ich mitnehmen kann? Zufällig? Ja, die liegt hier links, die eine. Ja. Ah, dann renne ich mal dahin, oder? Ja. Wo genau ist die? Ja, warte, ich zeig's dir. Wir müssen halt aufpassen vom Kranspawn und hier von dem Sendemastspawn. Komm mit schon, bleib an mir dran. Hinter dir. Die Kiste ich eben ist hier vorne, ja. Kiste, ne? Ja. Die war doch. Hä, wo ist die? Die muss da. Hier, bei uns ist die hier. Ach, da, ja. Sorry. Hm? Aber gut, da liegt auch was für mich drin. Ja, auch für Landlease. Ah, geht da genau musst du das aus. Auch mitnehmen. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt schon, sorry. So, hier, da ist eine Drohne. Musst du hier die Klappe aufmachen, ne? Mhm. Hab's. Ich hab mir, Matze, guck mal, ich hab mir einen zweiten Laser angebaut. Ziemlich nice zum Spielen. Ja, das ist echt nice. Hab ich schon gesehen, ich so mit dreien, das sieht aus wie dann beim Predator. Beim Predator. Ja, genau. Da lag ich auch darüber. Also zwei Laser habe ich vorhin dann nachts halt gespielt, ne? Ist schon geil. Ja. Also kannst richtig gut Hipfire und so. Ist schon nicht schlecht. Ich lieb mein Hipfire aus von der Taschenlampe halt. Ich würde vielleicht nochmal hoch zum Sendemast und von da aus dann runter. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja jetzt nicht. Nee. Hier ein bisschen rechts. Slick, herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Freue ich mich. Danke. So, und dann über die Fläche nämlich rennen zum Panzer ist auch nicht so mein Ding. Nee, da machen wir scheiße. Schön jetzt hier unten. Termiten, braucht noch jemand Screws, Zippo, Nuts? Nö, ein Saliba-Fountain Raid hätte ich noch. Ja, hab ich gerade. Oh ja, geil, der Regen hört auf. Oh, ey, was für ein Segen, Junge, für die Ohren. Geil, ey, ist geiler als ein Orgasmus, wenn der Regen aufhört. Ja. Na, noch geiler ist es nur, wenn du läufst, der Alarm aufhört. Ja. Oh ja. Der ist auch geil. Ja. Wo lang seid ihr jetzt gelaufen vom Hidden Stash aus? Ich sitze noch am Endermast. Komm, hier schon. Ja, ich seh dich. So, auf geht's. Jetzt hier runter. Aber das letzte Mal auf Reserve war ja die Party, ne? Ja, war die Party. Die Bunkertür war offen, aber ich habe keinen Alarm gehört. Nee, der ist verbuggt. Ach so. Ja. Auch verbuggt. Ja, so wie der D2 Exit, ja. Der ist auch verbuggt. Ja, da ist auch das Licht auch manchmal verbuggt. Dann geht das Licht zwar, also du drückst zwar den Schalter, aber das Licht geht im großen Raum so gesehen nicht an. Ja. Ist ein bisschen komisch. Was auch komisch ist, früher, wenn du Schmerzen, also durch so ein Stacheldraht gelaufen bist, hat der geschrien und nur du hast das gehört. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt hören es andere und du nicht mehr. Ach so? Ja. Also wenn du jetzt ein Stacheldraht läufst, höre ich dich schreien, aber du dich selber nicht. Hm. Deswegen habe ich davor war das halt andersrum. Letztens nämlich gewundert auf Reserve. Ich dachte, ich renne durchs Stacheldraht, weil ich die Fitze krieg. Mhm. Ja, da habe ich den Dreck weggesniper noch zum Glück. Das war geil. Gesehen. Oh. Das war echt eine geile Runde. Oh. Deswegen schrieb diese Long Range Scopes einfach. Oh. Was ist Sniper? War das auf uns? Ich glaub nicht. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ja, wir müssen weiter links, ne, für den Panzer. War ja hier an der cooleren. Nice. Hier, das Schleichen ist auch verpackt, ne? Ey, da vorne läuft doch einer. Zwei.
Einer ist noch rechts, einer ja, ist links am Bord. Kümmert euch um den, der rechts ist. Ich lauf gerade hier links rum. Ich bin tot. John, rennst du? Ich renne, ja. Ich such den gerade. Wo bist du? Ich bin jetzt unten. Ah, der ist hier linke Seite irgendwo. Am Snipern. Ich bin jetzt hier unter der Brücke. Ich bin hinter dir. Okay. Der ist links von uns. Irgendwo in so einem Gebüsch. Ich hab ihn. GG's. Alter. Das waren zwei, ne? Ich höre, glaube ich, noch Steps. Ich muss Munition. Der Snipe von gegenüber, der nicht durch den Tunnel gucken. Mhm. Der ist irgendwo am Tunnel. Okay. Also der kann da auf jeden Fall durch aimen. Dann waren das drei? Ja. Zwei habe ich safe gesehen. Mhm. Beide Beine weg und ein Arm. Brauchst du noch irgendwas Medizinisches? Nee. Bei mir ist noch ein, zwei Saleber hätte ich noch. Die ihr euch nehmen könnt. Ich muss halt gleich packen, aber ich würde erstmal gerne den Typen aus dem Rennen nehmen. Ja. Du hast die Arschlampe wieder an. Oh, das ist seine. Ich habe ja seine Waffe gekreppt. Nicht, dass er dich gleich verrät. Mhm. Ich nähe mal in die Richtung, wo ich meine, dass der war. Ja. Warum hat der einen blauen Helm und eine blaue Weste an und keine M4 dabei? Weil du die nicht brauchst hier. Ja. Braucht man die nicht mehr? Nee. Naja, du brauchtest du noch nie für die Offshoreline. Du brauchst echt die auch nicht? Ich weiß nicht. Also irgendwann kommt erstmal die, dass du hier die Scavs nur mit der Unterrüstung erschießen musst. Dann kommt irgendwie auf Woods mit der M4 und dann weiß ich nicht, war es das dann? Dann kriegst du ja von Jäger nochmal 30 Scavs überall. Aber er sniped ja, noch. Ja, genau, mit M4. Hm? Er sniped noch. Er ist, glaube ich, eine Mosin oder sowas, schallgedämpft. Okay. Und muss ein Penny reinziehen und dann. Und das weiter. Machen wir noch einmal das Bein fertig, damit ich nicht irgendwo rennen kann. Und dann können wir gucken, wo der Typ ist. Aber es ist halt immer scheiße, gegen den Busch zu kämpfen. Ja, ja. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass er uns umgeht und jetzt oben vom. Ja, ja, da habe ich auch Angst vor gehabt die ganze Zeit. Der uns hinterläuft langsam. Immer. Aber ich glaube, das ist so ein Angsthase, der bleibt da auf seiner Stelle. Wollen wir jetzt hier. Ich muss gerade mal diesen. Ich renne mal hier wieder zurück. Ja. Schaut's auf mich? Ich renne einfach mal brachial durch. Ja, mach das. Ich sehe die. Ich bin so einfach drüben auf der anderen Seite am Felsen. Ja, ich bin unter der Brücke. Vorm E-Werk bin ich. Okay, jetzt habe ich einen Vorteil. Ah, ich habe ihn gesehen. Wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Jetzt gehe ich den handen. Er sagt Bescheid nicht. Ganz gemütlich. Lasst euch Zeit. Der haut nicht ab. Lasst euch Zeit. Der hat zwei Mates da liegen. Der will die looten. Hast du? Bis er irgendeine Dummheit macht. Hast du einen Pilgrim auf John? Ja, John hat einen Pilgrim. Der ist hier unter mir direkt. Taschenlampe ist an. Happen. Genau so. Geil. Du kleiner Drecksau.
Gut gemacht. GG. Nimm dir zur Brust. Danke, danke. Ja, war ein Mosin-Boy. Hab ich ja gesagt. Ich nehme die Sonnenbrille. Nimm alles. Als Trophäe. Ja, wenn ihr Bock und Zeit habt, könnt ihr meinen Scheiß einfach in die Ecke hauen irgendwo. Machen wir. Muss mal gucken, wo du liegst erstmal. Unter der Brücke durch, so 10, 15 Meter rechts. Okay. An der Kante ran, dran. Alter, ich will ihn looten. Gib mir meinen Search-Button. Alter, willst du mich verarschen? Das Spiel will mich schon verarschen. Alter. Nachdem ich den gespottet habe, war der am Arsch. Ich wusste, der kann mit dem Mosin jetzt nicht wirklich den Gunfight anfangen mit mir. Die Jungs waren aber... Junge, die G36, ey. Die sind ganz schön fett. Ja. Ey, nimm dir die TV mit. Die ist richtig gut. Ich weiß nicht, wo ich hinten soll. Ich schmeiß deine Scaff-Weste und die andere weg. Naja, die kommt hier über Versicherung Rucksack. Wieder. Hier ist noch ein Rucksack, ne? Also falls du einen Rucksack brauchst. Was für einer? Das ist Pillbox. Oh. Ich weiß nicht, was du für einen dabei hast. Ich hab so ein Daypack dabei. Ja, ist ja genau die gleiche Scheiße. Mhm. Aber den Dings kannst du in den Daypack reintun, hast nochmal plus 4 Slots. Aha. Ja. Ja. Falls du zu viel Loot dabei hast, ich kann dir auch den Pilgrim abgeben. Nö, ich hab jetzt hier, labe dich am Rest schon. Ich glaube, da unten, der hat noch Kopfhörer und so ein Scheiß. Ich hatte auch einen großen Rucksack hier, den länglichen da von den Raiders. Ja, genau, dreimal 10 Slots oder was hat der. Lass mal gucken, wo du liegst jetzt. Ich guck mal, was der hier noch hat. Also wenn du aus dem Tunnel kommst und nach oben gehst, rechts irgendwo an diesem Hang. Er hat aber eine schöne Mosin gehabt. Noch weiter hinten hat sie. Mehr in die Richtung, aus der wir gekommen sind? Ja, aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Ach, hier liegst du. Ich bin relativ open am Hang eigentlich. Mhm. Tacke mir kurz meinen Arm und steck mal ein bisschen was nach. Hast du vielleicht was zu trinken dabei? Im Rucksack habe ich, glaube ich, was. Das wäre gut. Dein Helm schmeiße ich mal so in die Pampa, hm? Ja, also das Wichtigste ist die Waffe und die Armor, der Rest ist mir egal. Hm. Und was du gebrauchen kannst, nimm mit, du kannst ja auch die FMJ-Muni mitnehmen. Weil die ist eh weg. Wenn du Zeit und Lust hast zum Klippen. Da schmeiß ich den ja her, ja, hier kommt keine Sau hin. Da geht keiner hin. Ich danke dir. Bitte, bitte. Ich liege hier an der Leiche, die hier oben liegt. Ich stack noch kurz ein bisschen Max nach. Okay, ich muss mal. Ich habe mitten, wo ich mit denen angefangen habe zu schießen, habe ich gemerkt, ich habe noch auf Einzelschuss gehabt. Dann stand ich da und war die ganze Zeit am Klicken. Steps. Boah, fuck. Ich hab mir auf meine UMP extra noch einen Schalli draufgebaut für 80.000. Na, da kommt noch wieder. Nee, den habe ich nicht mit versichert. Ach so. Die Waffe war versichert und im Nachhinein habe ich den Schalli draufgesetzt. Im Nachgang kam da drauf, man kennt es. Warte, ich renn nochmal zurück. Der Klassiker. Ja. Classics. Ich weiß nicht, ob das ein Scaff oder ein Spieler war. Ich würde sagen, Scaff. Oh, du kannst von mir aus dort bleiben schon. Ich will bloß schnell den Schalli holen. Ja. Gut, aber ob der mit rauskommt, kann ich halt nicht versprechen. Ah. Wenn mich jetzt immer einer über den Jordan schickt. Okay. Bei der G36 musst du drauf achten,
die das Mount fürs Magazin. Da gibt es zwei verschiedene. Einmal eine NATO-Version Aha. und eine internationale Version. Genau, das meinte ich, weil ich hatte die auch mal versucht, einen 60er reinzumachen, das ging damals nicht. Genau, und wenn du die G36 STD heißt das Ding, ist die internationale Version, dann geht kein NATO-Magazin, kein Starnak-Magazin. Wir waren zu dritt, drei haben wir getroppt. Beziehungsweise drei habt ihr getroppt. Dann sind noch Also. welche oben wahrscheinlich schon abgehauen. Also ich denke mal, so viel ist jetzt hier nicht mehr los, hoffe ich. Nö. Ja. Wollen wir vielleicht doch nochmal schnell ins Ressort? Wir Wir müssten müssten ja gleich sowieso. nochmal, ne? Ja. Ja. Also wenn jetzt hier Ruhe ist, würde ich vielleicht schon riskieren. Oder was sagst du? Wie du willst, also ich bin noch komplett offen für alles. Wir können auch nochmal resetten, weil die Jungs müssen auch nochmal da Ja, rein. dann machen wir Reset. Dann hast du, dann hast du nochmal ein Survive mehr auf dem Konto. Ja, das stimmt. Irgendwie keine Salevas mehr. Oh, das war jetzt ein schöner Schub, Junge, für meine Skeffesten Kills, aber das war. Ach, du musst ja Skeffesten Kills Na, machen. ja, jetzt drei Mann gesnackt, das war. Also vier hatte ich schon, es fehlen mir nur noch drei dann. Scavy? Brauchst du den? Ja, ne? Nö, du? Ich will da nicht ins Bein schießen. Okay, alle zwei tot. Könnte man fast schon einen Scope drauf bauen auf die G36. Oh, was für eine geile Runde. Alter, geil. Sowas ist mal wieder geil. Ja. Piccolino, grüß dich. Blei. Servus. Hi. Servus. Matze and Friends. Matze and Friends. Ja. Oh nein, es reicht nicht für die 33. Scheiße.